Die Gemeinde Lattbergen hat sich vorgenommen, für die Grundschule der Gemeinde eine Lüftungsanlage einzubauen. Da wir die Lüftungsanlage nicht in den Kellerraum gestellt haben oder in andere Räume, die waren einfach nicht zur Verfügung, hatten wir die Absicht, die ganze Geschichte aufs Dach zu bringen. Der Dachboden gibt das entsprechend her, ist ein bisschen statisch dafür aufgearbeitet worden, sodass die Möglichkeit jetzt besteht. Der Nachteil war natürlich, das Treppenauge ist sehr klein. Man kommt mit den großen Bauteilen, die auch teilweise sehr, sehr schwer sind, gar nicht oben auf das Dach. Und von daher wird das Dach heute eben geöffnet und über einen Autokran alle Lasten über das Dach eingeführt ins Gebäude und werden dann dort installiert. Diese Lüftungsanlage soll den Zweck haben, im Sommer die Temperatur etwas runterzukühlen, im Winter vorgeheizte Luft in die Klassenräume zu schicken, damit wir es uns ersparen können für Luftaustausch, den man hat durch CO2-Ausstoß, durch die atmenden Kinder und durch schlechte Luftausdünstungen aus irgendwelchen Stoffen und natürlich auch heutiger Zeit sehr wichtig, Corona-Erreger, Viren und solche Dinge dann entsprechend auszutauschen. Und man will sich einfach die Lüftung über das Fenster sparen, da natürlich die schöne Heizungsluft, die die Räume erwärmt hat, nicht zu verlieren. Und von daher eben diese Idee, das über eine Lüftungsanlage zu machen. Und da gibt es im Moment ein Förderprogramm, was die Gemeinde ausnutzt. Und so ist es jetzt zu der Baumaßnahme gekommen. Und zu den Sommerferien soll das Ganze abgeschlossen sein.